Stimmung fröhlich zu machen. Jazz. So, hier wird schön geschmückt zum 4th of July. Schöne Farbe. Brauchen wir hier was von? Ja, nicht so. Nee? Ah, oh, guck mal hier, so eine Mütze. Die sieht aber süß aus. Kosten die. Was suchst du denn schon wieder? Brauchst du schon wieder irgendeine Maschine? Aber ein Werkzeug? Irgendein Werkzeug, ja. Ich möchte dir was empfehlen. Diese Säge, habe ich gehört, ist sehr gut. Ja. Damit kann man sehr gut sägen. Damit kann man sehr gut Menschen zerstückeln, ne? Oh Gott. Und das hier, habe ich gehört, ist sehr gut, um Sachen zu messen. Hier. Aber es ist auch ein großer Spaß, um damit spazieren zu gehen. Ja, super. Wo war denn das hier? Du hast gefunden, was du brauchst? Ja. Zeig mal. Das oh hier. Nee, das habe ich gehört, das ist nicht so gut. 6,84, gar nicht mal so schlecht. Willst du uns ein paar Bilder anhängen? Brauchst du für die Viper, für die Benzinpumpe. Für die, willst du auf die Viper ein paar Bilder anhängen? Mhm. Cool. Du, aber ein Pferd könnten wir auch noch gebrauchen, oder? Guck mal, so ein süßes kleines Pferd. Für $149. Vor allen Dingen, der braucht kein Essen und man kann ihn trotzdem reiten. Weißt du, was ich lustig finde? Dass das Pferd und der Junge die gleichen Haarfarbe haben. Schon und komisch, du hättest gerne lieber ein schwarzes Pferd? Ja, oder grau-weiß? Komisch. Und der Junge die gleiche Haarfarbe hat. Ich hätte gerne ein blondes Pferd. Guck mal die Dekoration, ein bisschen komisch, oder? Soll anscheinend Farbe darstellen. Wer will lustige, bunte, amerikanische Kuchen? Weil hier oben ist ganz gut so eine kleine Portion. Oder? Doch lieber was Geäußeres. So, hier sind noch schön extra ein paar gebackene Sachen für 4th of July. Alles. Sogar Popcorn in ihren Farben. Rot und blau. Ja, that cookie cake is so tiny. Eine süße Nachos. The mini ones. Immer diese komischen Getränke. Sieht aus wie Medizin. Scheint aber ein Saft für Kinder zu sein. Mit wahrscheinlich 0% echten Saft drin. Sieht irgendwie nicht so lecker aus, oder? Ich weiß nicht. With other natural flavors. Guck mal, hier gibt es wieder Kinder Bueno für 8,69. Oh, und hier unten gibt es Mamba. Sind die Kaugummis hier. Gibt es die alle auch in Deutschland? Lilly inspiziert unseren Einkauf auch schon. So, hier ist, was wir eingekauft haben. Spinat. Zweimal die Pizza. Die scheint ihr ja sehr zu mögen. Momentan kauft ihr die andauernd. Ja, für Notfall ist es ganz gut. So, dann haben wir hier unseren Lieblings-Eistee, Zelta, eine Aubergine. Aubergine heißt auf Englisch Eggplant. Ja! Kartoffeln, Zwiebeln, Romaine und dann hier schön 4th of July Donuts. Schöne Sterne. Dann hier, Julian wollte das haben. Doritos, Dynamite. Und hier noch Flaming Hot Nacho Carrots und dieses Werkzeug mit Cora gebraucht. Cherry Tomatoes.
Was? Weintrauben, Paprika, Salat, Käse, ganz viel Käse, noch mehr Käse, Eier, Huhn, Burger, heute gibt's Burger. Und dann hier Ranch. Und hier habe ich mit Blue Cheese, Butter, Champignons, Tomato Sauce, Erdnüsse, Lilly. Und French Fries, Pommes Fritz und Spargel, Sahne und Tomaten. Und das hat gekostet 157,75. Gar nicht. Ich wollte eigentlich alle sechs selber essen. Ich finde, bei Walmart schmecken die Dinger nicht so gut, aber ich will ganz gleich beurteilen. Vor allen Dingen, da war so ein Stand, da waren die on sale. Dann habe ich aber gefragt, sind die frisch? Und sie so, nee, die frischen sind da drüben. Dann hat sie mich extra quer durch den Laden an die andere Theke gebracht und gesagt, das sind die frischen von heute. Julian, come here, I share with you. Eigentlich muss es gut schmecken. Ich finde deine Hose, er hat gesagt, ein Pooping. Ja. Ich bin auf dem Klo. Die Hose passt irgendwie auch gut zu heute. Und? Ein bisschen viel Zucker obendrauf, oder? Ja. Ist okay. Jetzt hier so oben drauf. Ich muss noch den Einkauf noch einpacken. Guck mal, wie viele Sterne die hier raufgepackt haben. Das ist zu viel. So, also Julian hat gerade einen Haarschnitt bekommen. Sieht er nicht süß aus? Oh, sieht so schön aus. So, wer will Donut? Not me. Nee? Jetzt gibt's lecker Essen. So, schön amerikanisch, Hamburger, French Fries. Meine ganzen Zuschauer. Warte mal, soll ich ein bisschen Salat machen? Aber deine ganzen Zuschauer. Ich mach mal ein bisschen Salat. Dazu. Die werden doch alle denken, dass wir jeden Tag Burger und Fries essen. Ja, machen wir ja auch. Machen wir gar nicht. Machen wir gar nicht. Und außerdem, du isst jeden Tag nur Salat. Ganz andere Sachen habe ich auch schon gefilmt. Ja, ich mache uns einfach mal noch einen Salat. Also, I won't eat salad, because we have fries, we have burgers. That's du willst kein Salat essen? We have fries. Make yourself a little one. You just... Also, ein bisschen Salat muss schon sein. Oh shit, ich wusste nicht, dass die Kamera noch läuft. Ja, mach mal Salat. Also, ihr wollt wirklich keinen Salat? Freaks? Ihr Freaks? Aber du machst jetzt schon auf dem Burger ein bisschen Salat. Ja, das wollte ich machen. Nee, also ich muss schon ein bisschen Salat haben. Und was ist Dreen hier drüben? Dreen? Dreen ist Doritos. Deinen schönen neuen Haaren. Zeig mal deine Haare von hinten. Dreen, zeig mal deine hübschen Haare. Hat Kuba gerade geschnitten, sieht so gut aus. Sieht so fantastisch aus. So ein paar Cherry-Tomaten. Ihr wollt echt keinen Salat haben. Ihr seid mehr welche. Dwayne sieht so gut aus mit seinen Haaren. Ich weiß ja nicht, ob ihr die auch in Deutschland habt. Die Doritos. Die sind, also die Hot Ones, also oh, die sind ganz schön scharf. Crazy. Die sind ganz schön scharf. Und dann warte eine Minute und dann kriegt ihr so. In the moment, it's okay. Weil es in all of a sudden in your throat, exactly. Ich hab gedacht, das ist krasser. Can you get the ketchup out? Ja. Dann ein paar Pepitas. Kürbiskerne. Pepitas sind Kürbiskerne. Da ärgert sich Papa immer, wenn ich zu viele nehme, weil die so teuer sind. Dann nehme ich doch gleich noch mehr. Aber ich mache doch mal Spaß. Ja, ja. Ich mache wirklich Spaß. Nur ein bisschen Salat. Die Sissi, die kauft zum Beispiel heute Kartoffeln, wo sie könnte Kartoffeln kaufen. Ich glaube, ups,
ich glaube sogar mehr als in einem anderen Sack, für $3, aber nein, sie musste die kaufen für $6. That's a lot of ketchup. Ja, das sind die gelben, die schmecken doch viel besser. Na sag mal. Dann kaufen wir diesen teuren Schafskäse und Sissi backt, oder Kuhkäse, und Sissi haut da was drauf, ey. Sagt, ey, Schafskäse von der Kuh. Mach aber wirklich nur Spaß. Ja, ja. Ich mach wirklich nur Spaß. Ich tease dich halt gerne. Ich bin halt sehr teuer. Ja, das sagt sie denn immer, aber sie ist eine ganz billige Frau. Ich bin so teuer. Du, aber ehrlich gesagt, bei mir hat es nie reingekickt. Ich finde die gar nicht so spicy. Echt? Ja. I didn't feel anything. Keine Ahnung, aber ich finde die super spicy. I didn't feel anything. Da wären die Spice Girls neidisch. It's kind of a stupid spice. It's like in the throat. What do you have in your mouth? It didn't have happened with me at all. So, Zelda, für mich, habt ihr Getränke? Für euch? Hm? Kinder? Nee, ich habe noch nicht die Arbeit hier. Was kann ich dir geben? Ich habe eine Cola. Nee, ich habe schon Cola, sorry. You want this? Schön erstmal wieder zumachen hier. Also nö, ich finde die gar nicht so hart. Die anderen, Tacos, Takis, Rose. Takis auch. That's pretty much the same. Doritos Dynamiter. How would you pronounce this? It's Mexican, so I don't know. Oh, das ist also Spanisch. Doritos Dynamita. Und ich habe das versucht auf Englisch auszusprechen, als ich das Grocery Haul gezeigt habe. Ich so, Dynamita. Dynamita. Chili, Limon. Das sieht gut aus. Da haben wir schon mal ein Yummy. Ja, wo du willst. Mmh. Hier ist natürlich meiner mit Salat. Wow, es ist ganz schön warm heute. So, guten Appetit. Guten Appetit. Oh, ist aber gut geworden. Oh. Schön fluffy und zart. Und sehr was? Schön. Mm-hmm. Sehr gut, Daddy. Schmeckt prima. Musst du ja sagen vor der Kamera. Ja, genau. Nachher sage ich dann, oh, schmeckt der überhaupt nicht. Ach, der hat so beschissen geschmeckt, Goray. Mm. Den Salat hast du auch sehr gut hinbekommen. Ach so, dann geht gerade weg. Mmh, mir läuft das Fett von den Händen. Ja, ja, that's it. Ich habe ja noch nicht mal fertig gegessen. I can't join. Puh. Na, bist du müde jetzt? Dude. Was willst du einen Donut haben? Jetzt einen Kaffee gemacht und jetzt suche ich die Donuts und dann sehe ich, dass du alle für dich hier reserviert hast. Ja, die esse ich jetzt alle alleine auf. Oh, jetzt bin ich aber echt erschöpft. Hast du schön gekocht. Joan hat hier irgendeinen angebissen oder so. Und Hälfte, den willst du nicht? Hey, willst du die Hälfte davon haben? Wieso kriege ich keinen alleine? Das ist doch viel zu, sind doch viel zu viele Kalorien. Echt? Ja, du kannst das essen. Aber am 4th of July hat es ja keine Kalorien. Oh. Und jetzt? Musst du einmal reinbeißen. Natürlich, ich habe jetzt schon einen ganzen Donut gegessen. Wir stoßen jetzt an. Wir stoßen jetzt an. Ich mag die Zuckerpampe nicht so sehr. Das ist ein bisschen viel. Aber ich liebe den Dahlmeier Pro Domo Kaffee. Ist ja gar nicht Dahlmeier Pro Domo. Ist, ich glaube. Nestlé. Nestlé. Schmeckt bestimmt nicht. Zeig mir. Oh.
Die hauen da was drauf. Boah. Da ist so viel Zuckerpampe drauf. Kannst du halt runterjagen. Die Donuts schmecken Sternchen. Ja okay. Sternchen. Ja, es ist zu viele Sternchen. Sieht schön aus, aber es ist zu viel Zucker. Ja. Aber du kannst auch so also essen. So sieht es besser aus. Schmeckt es besser. Es mag zwar nicht besser aussehen, aber es schmeckt besser. Guck mal, jetzt habe ich sogar ein Tattoo. Ein Stern-Tattoo. Du musst es mir runterlecken. Delicious. Oh, das ist mir aber heiß jetzt hier im Hinding. Mir ist auch zu heiß. Nee, also, ich glaube, ich habe genug gegessen heute. Oh, du hast ja den schön vorbereitet. Kriegt man ein schlechtes Gewissen irgendwie, wenn man das isst. Mit Nutella wärst du auch gut. Maybe. You want to try it? Ich bringe die Nutella her und du kannst es probieren. Ziemlich voll. Corays Kumpel ist gerade hier mit seinem Auto. Guck mal das Auto an. Hi there. Hey, how are you? I'm Sissy. He thought you introduced me, but I don't remember. Yes, didn't we pick her up one time at the Avalon or something? You were sitting there? I don't think so. Okay, never mind. I'm so Vance. This is Vance. Hi, Vance. I'm Sissy. Nice to meet you. Vance hat diesen super how coolen cool. truck. Ist halt ein, from what year is the truck? Like, is this... 1949. No! Yeah, so das Auto ist 1944er Auto, aber es ist nur die Karosserie. Die Karosserie wurde auf ein... Oh. Auf ein hey, what year is the car? So wait, the engine? Can we see the engine? And what is it here? Ford Explorer. No way, this is the coolest Karosserie car I've ever seen. Haben sie auf einen 2001er Ford Explorer raufgepackt mit dem originalen Motor still. No way, yeah. I have never seen something like this. Das wollte ich halt unbedingt, dass ihr das mal seht. Wow, how cool is this? It is was cool. This your idea? It was my dad's idea. Yeah. How cool is this? Also alles ist neu, hat Klimaanlage, alles. Aber von außen sieht er halt aus wie... Die Karosserie halt noch, ist die wirklich Karosserie echt? Ist 1949. Wait, and is the advertisement original? I added that. You added that. Yeah. So it's fantasy? It used to be real. Like this phone number if I call this? Yeah, it's my phone number. It's your phone number? So here, this is his phone number. It's here. My phone number. Are you single? Yeah. He's single, so... So everybody will call now. This is his phone they number. They might talk German. If you like him. Hit me up on you WhatsApp. Like do you like to have a German girlfriend? Contact me on WhatsApp. No, this is so cool. And you can transport things. I mean, how awesome. Wait, what is this? What is this? That's just a cooler. Where that's keep, a cooler. Where I keep like parts and stuff. Extra. So wait, is it still working? You put like ice? Yeah. I mean, it could work. Awesome. This is really awesome. Corey hat hier gerade von ihm ein paar Wheels abgekauft. Also das ist ja wohl mega geil, oder? Also ich glaube, das ist das coolste Auto, was ich je gesehen habe. Oh, cool. Guck mal hier. Und hier von ihm. That is so awesome. Oh, but it doesn't have AC, right? It does have AC. It does have AC? Oh, wow. It's all like a modern car. Also, hat auch Klimaanlage. Very nice. Yeah, so what were these? Are they 8 or 7.5? Also, das ist doch echt oberer Hammer cool, oder? Wie findet ihr das? Also, ein Auto von 1944, aber Motor und so ist alles neu. Also, ich finde das echt mega cool. Super, super klasse. Guck mal, von hier. Ja, also da passen auf jeden Fall 2-3 Leute rein. Die Bank sieht auch cool aus, oder? Sehr schön. So, die Nachbarn machen Feuerwerke da drüben. Wir haben selber keine gekauft. Guck mal, da ist der Mond da oben, scheint ganz hell. Also ich würde sagen, die ballern hier mehr als sonst, wenn die Community das organisiert.
haben wir weniger Feuerwerke als das jetzt ist. Das, also die ballern ja hier schon seit 2 Stunden. Wartet mal, wo ich bin, in meinem Lieblingsort, die erste, weil es schön früh ist, 9.10 Uhr so ungefähr. Und ja, jetzt werde ich eine halbe Stunde lang schwimmen. Das mache ich immer als erstes. Und danach werde ich mich auf meine Luftmatratze, die hat Antje letztes Jahr gekauft, auflegen und schön genießen. Oh, das Wasser ist ganz warm. Der saugt da hinten gerade. Saugt, bläst. Zeit für die Luftmatratze. Geschwommen bin ich jetzt. Da schwimmen jetzt auch noch 2. Und bei mir geht es jetzt auf die Luftmatratze. Plumps. Ach, guck mal, die haben Kuckloch. No risk, no fun. Das Phone wäre aber fast reingefallen. Dann hätte es Ärger gegeben. So. Da sitzt übrigens normalerweise, also nicht zu Corona-Zeiten, haben wir da immer einen Lifeguard. Aber stattdessen haben wir jetzt jemanden da an der Tür, der soll so ein bisschen aufpassen, dass nicht so viele Leute am Pool sind. Und er desinfiziert auch alles alle 2 Stunden. So, das hat man, wenn man halt alte Autos fährt. Es ist jetzt diese Woche das 2. Mal, dass ich liegen bleibe. Da fahre ich gerade auf der Autobahn und dann höre ich einen riesen so ein Knallen und Leistungsverlust. Und dachte mir, kann nicht wahr sein. Ich habe es gerade mal hier so rausgeschafft. Bin jetzt gerade auf so einem Plaza, damit ich in Ruhe gucken kann, was das Auto hat. Und ich habe auch schon wieder eine Vermutung. Ist wahrscheinlich so ein, wie heißt es, von einem Kipphebel. Die Schraube ist wahrscheinlich abgebrochen und da knallt es halt immer. Jetzt hatte ich die Idee, dass ich vielleicht, ich habe jetzt auch nicht die Ventildeckel runtergenommen, aber ich vermute das, weil es ist schon mal vor etlichen Jahren passiert. Und ich habe jetzt einfach jedes einzelne Zündkabel einmal abgemacht, so dass dieser Knall weggeht, weil wenn da keine Zündung ist, gibt es da nicht so einen großen Knall. Und jetzt bin ich durch jedes einzelne Kabel durchgegangen, habe den Wagen angeschmissen und jetzt habe ich rausgefunden, das ist ein Nummer 4. Und da habe ich jetzt die Nummer 4 einfach abgemacht, wie ihr sehen könnt. Nummer 4 ist jetzt kein Zündkabel dran. Das hängt jetzt lose hier dran, sodass ich jetzt eventuell nach Hause fahren kann, ohne dieses riesen Knallen. Und der Wagen wird natürlich ein bisschen unruhig laufen, weil er jetzt auf 7 Zylindern läuft. Aber mal gucken. Mal gucken, ob wir es nach Hause schaffen. Es kann nicht wahr sein. 2. Mal in einer Woche. Aber naja, los geht's. Also wow, Leute, ich kann es nicht fassen. Es ist ja ein 8-Zylinder-Auto und der Wagen läuft ziemlich gut dafür, dass er auf 7 Zylindern läuft. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich doch nach Hause schaffen. Kann es nicht fassen. Ist ja super. Also je mehr Zylinder man hat, desto weniger unruhig läuft das Auto, wenn man ein Einzelner weniger hat quasi. Also ich bin jetzt gerade auf der Autobahn. Ich fahre so 50, 60 Meilen die Stunde. Es geht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es für den Motor ist, aber ich hoffe, es bringt mich noch nach Hause. Okay, also ich bin echt froh, ich habe es nach Hause geschafft.
Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie gut das, wie böse das jetzt für den Motor war, weil jetzt der Zylinder jetzt kein, wie heißt das, keine Zündung verursacht, also keine Explosion mit dem Benzin. Und dadurch, dass jetzt das Benzin natürlich da immer wieder reinschießt, ob ich da vielleicht die Zylinderwände irgendwie ausgewaschen habe. Also ich werde auf alle Fälle diese Schraube, oder ich weiß jetzt nicht, wie man genau es nennt, es ist sowas wie eine Schraube und dann kommt eine Mutter oben drauf über dem Kipphebel. Ich werde das jetzt einfach erneuern und dann werde ich auf alle Fälle einen Ölwechsel machen, falls jetzt da irgendwie auch Benzin ein bisschen vermixt wurde mit dem Öl durch die Zylinderwände oder keine Ahnung. Mal schauen, aber ich bin froh, ich habe es nach Hause geschafft, weil ich dieses Auto ist ein bisschen schwierig zu abzuschleppen. Also, und außerdem, der Abschleppdienst würde jetzt wahrscheinlich 2-3 Stunden dauern und darauf hatte ich null Bock. Also, da fahre ich lieber auf 7 Zylinder nach Hause, das war eine gute Idee, weil bevor ich es abgeklemmt habe, dem 7. Zylinder, hat ja so geknallt und geruckelt. Also, ich konnte kaum fahren. Ich war froh, dass ich schon von der Autobahn runter geschafft habe. Also, bleibst du gerade liegen mit der Viper und jetzt schon wieder mit der Corvette? Yep, leider Gottes. Wir essen jetzt schönen Salat hier. Koray war auf dem Automiet und ich war den ganzen Morgen am Pool. Salat mit Cherry Tomatoes, Schafskäse von der Kuh und Pumpkin Seeds. Und das Kind schläft noch um 11.55 Uhr. Krass. So, und die Corvette muss jetzt erstmal wieder gefixt werden. Leider. Aber ist nichts Schlimmes. Aber weißt du, was falsch ist an der? Kann ich mir schon denken, weil ich hatte... Das ist eine falsche Schlange. Vor 4 Jahren ist es mir schon mal passiert. Vor 3-4 Jahren. Und das gleiche, die Symptome waren gleich, da konnte ich mir schon denken, was es ist. Die gleichen Symptome. Also leichte Schnupfen, Husten. Corona. Die Corvette hat Corona. Alles hat Corona, weißt ja. Gehst du ins Krankenhaus? Corona. Und dazu noch Erdnüsse. Das habe ich aber nicht gegessen. Ich weiß, das war ich. Tja, also wie ich schon vermutet hatte, ein Kipphebel ist gebrochen. Also nicht der Kipphebel, sondern die Schraube, mit der man das befestigt. Also hier, man nennt es einen Stud. Und wie ihr sehen könnt, ein Kipphebel liegt da lose und da ist die abgebrochene Schraube. Yep. Also muss ich jetzt diese Schraube da bestellen und den Kipphebel neu einstellen und das war's. Das ist zum Glück keine allzu große Sache, muss halt nur wieder Sachen bestellen. Wo zählt denn hier Leckeres? Wir haben doch schon gegessen. Für Julian. Ich tue ja nur so, als ob. Ich weiß ja, was es ist. Julian hat sich chinesisches Essen gewünscht. Das ist jetzt Huhn. Und das ist hier eine chinesische Soße. Mongolian Garlic. Mongolische Knoblauchsoße. Mit Soy Sauce, Ginger und Garlic. Also Sojasauce, Ingwer und Knoblauch. Und dann gibt es auch noch Reis vom Reiskocher. Was machst du denn da? Bastelst du mir einen neuen Earring? Ich versuche die sieht aber schön aus. Gebrochene Schraube daraus zu drehen. Ist eigentlich genau mein Stil, so edgy. Also kann ich es so rausdrehen. Was machst du denn da? Die Schraube rausdrehen. Ach so. Hast du keinen Schraubenzieher? Very funny. Das Kind hat Hunger. Nochmal. Tick, 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 tick. Wow. Das hier, das macht. Zeig nochmal, wie macht das? How could that even break? I don't get it. Wie macht das nochmal? Ja, Sissy. Ich mache mich jetzt nicht zum Erwachen hier. Ja, zeig doch nochmal, wie du ihm das gerade erklärt hast. Will ich aber nicht. Das Teil hier, das macht was? Tick, 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 tick. Ja, genau, es macht tick, 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 tick. Ey, schau dir das an. Diese Spitze aber wenn du hier mit ist weggebrochen. Nein. Nein, ne? Aber wir haben doch noch eine Schraube. Scheiße. Ich esse gerade Weintrauben, ein bisschen unverschämt, oder? Mann.
die Autos. Zeig doch nochmal, was macht das denn? Nein, Sissi, ich zeig das jetzt nicht nochmal. So witzig ist das nicht. Ja. Guck mal, alles gleichzeitig. Hier wird Reis gekocht, repariert. Ja, ich hätte ja gehofft, dass du null Multitasking. Ich in der Garage arbeite. Ich habe uns ja einen schönen Salat gemacht. Da hieß es ja, Koray, der Julian will. Das ist doch deine Spezialität. Nein, das ist nicht meine. Du hättest auch machen können. Und da läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Yum! Das sieht gut aus. Fehlt vielleicht noch ein bisschen Brokkoli, würde ich sagen. Koray ist voll traurig. Ein Freund von ihm aus Sarasota, der Jesse, ist gerade gekommen und er kauft ihm ein Auto ab. Und Koray will gar nicht so richtig, aber irgendwie hat er halt gesagt, er hat zu viele Autos, muss er zugeben. Und dieses rote Auto steht immer nur bei uns im Garten und deswegen hat er dann gesagt, okay, ich verkaufe ihn. Die Karre. Ja. Hey, bist du okay, wenn ich dich filme? Ja, natürlich. Für YouTube? Ja. Das ist Jesse. Jesse ist ein Türke, der kann aber Deutsch und er lebt in Sarasota und hat eine ganz tolle Werkstatt. Also in Sarasota, wenn ihr eine Werkstatt braucht, dann auf zu Jessys Garage. Jessys Garage. Exactly. Ja, genau. Und ja, Jesse kauft jetzt von Koray dieses Auto ab hier und yeah. Koray hat schon eine Träne im Auge. Es macht mich aber traurig. Aber da ist ja noch die Karre hier. Es macht mich traurig. Die ist doch noch cooler. Ich weiß, aber die Sache ist die, dass halt der Wagen braucht noch hier und da ein bisschen Liebe. Jesse liebt Jesse diese Autos lieben. Auch und Jesse kann das Auto ganz einfach die nötigen Sachen machen. Er hat einen Lift, er hat den Platz, ich habe den nicht. Du hast aber einen Lift, guck ja, mal. Ja, ich kann da nicht dran arbeiten. Also voll eng. Ich hab einfach keinen ich Platz. Und sechs. Ich gebe ihm wirklich ein super, super Deal. Es ist wirklich, es geht zu einem sehr, sehr, Jesse ist eines meiner besten Freunde. Meiner ja, dann besten ein Freunde. Dollar reicht doch dann, oder? Und deswegen, ja. Weißt du, es ist okay. Ich weiß, er wird das Auto lieben. Gutes T-Shirt, ne? Ja. Ja, und hier, guck mal, E30 M3. Das ist ein E30 M3. Das zeigst du auch. Achso, du hast dich extra so angezogen für den Tag. Ne? Specially dressed for the day. Aber ganz ehrlich, der ist ja schön, aber der steht bei uns nur im Garten. Ich weiß, der stand wirklich da hinten im Garten. Koray ist denn hier hintergefahren? Ja. In 3 Jahren. Diesen Berg. In 3 Jahren bin ich den einmal oder vielleicht zweimal gefahren. Also deswegen, weißt du, ich habe die Schnauze voll. Ich will Autos nicht mehr einfach nur rumliegen haben. Aber weißt du, was ich dir auch garantieren kann? Der wird garantiert wieder so ein Ding kaufen. Nee. 2 Jahre gebe ich ihm. Ja. 2 Jahre. Halt ich weiß, er wird dich anrufen und sagen, ob man zurückhaben darf. Die Sache ist, die sind so teuer schon mittlerweile und die werden auch immer teurer. Man kann das nicht mehr. Ich hatte 29.000. 29? Ja. Und ich dachte, er ist plemplem. Jetzt habe ich nur 16, ja, das wird der 17. Oh mein Gott, haben wir noch nie gehabt, 17. Ich glaube, 14 war unsere maximale Zahl. Ja, also ich arbeite dran, dass ich nicht so viele Autos habe. Ja, ich mag nur den. Ich sage immer, können wir bitte ja, mein Auto beste. Nehmen, wenn wir irgendwo hinfahren. Schön ruhig und bequem. Ja. Ja, verrückte Männer hier, ihr beiden. Ja, aber Jesse hat sich auch jetzt ein Haus hier gekauft. North Carolina, oder? Ja, wir sind an der Grenze. Oh, ist Georgia noch? Ja. Ja, ist noch Georgia, weil sie es so heiß da finden. Deswegen sind wir ja eigentlich auch weg. Oh! She buys Borsa, BMW? Yeah, BMW, it's something, yeah. BMW Fort Myers. Where is that an oil shade? Yeah. You cannot even take that off. No, it's easy. But not even more. So, dangerous. Schön, eh? And that's so. You have to use something to take it off. No. Da geht er. Würde ihn wenigstens einer lieben, das Auto, denn wie gesagt, stand bei uns ja nur im Garten rum. Weg.
Koray wird sich sowieso wieder so ein Ding kaufen. Der ist auf jeden Fall in diesem Modell hängen geblieben. Da sitzt jetzt Koray und blutet bestimmt das Herz. Erstmal die Frage, wer hat denn die drei Eclairs hier schon gegessen? Also, das hier habe ich gegessen. Ja. Das hier habe ich auch gegessen. Ja, und? Und das hier habe ich auch gegessen. You are kidding me. Und wann hast du die denn alle gegessen? Ach, 3 Wochen her. Das liegt ja schon seit 3 Wochen im Kühlschrank. Das kann nicht sein. So, was steht hier? Sell by 10. Juli. Sag mal, was soll denn der jetzt hier, wenn ich überprüfe? Okay, warte, ich habe noch eine Frage. Ich habe es gestern gekauft, aber ich hatte irgendwie... Gestern? Also du hast 3 Stück gegessen und noch eine Frage. Warte. Noch eine Frage habe ich. Warte, hast du nicht gestern was von meiner Eclair sogar mitgegessen? Warte mal. Ja, ich habe gestern Siehste, einmal abgegessen. Julian hat auch einmal und abgebissen. Was ist das hier? Dude, wir haben Ratten im Haus. Lilly! What are you doing there? Den mal lieber nehmen. Warte mal. Den esse ich jetzt lieber mal, ja, bevor der auch noch weg ist. Warte mal. Weißt du, wie viel Kalorien das Ding hat? Das willst du nicht essen. Nee. Disgusting. Schmeckt doch viel zu süß. Ekelhaft. Vielleicht lässt mir die Hälfte davon noch übrig. Du hast schon 3 Stück gegessen. Mann, aber gerade jetzt so fühle ich mich danach. Ich habe gerade mein Auto verkauft. Ich bin total gestresst und traurig. Wirklich. Manchmal hilft es irgendwie. Ich bin wirklich, wirklich sehr traurig. Das ist kein Scheiß. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich mag es nicht, Autos zu verkaufen. Ja, ich hate. Ja. Siehst du, jetzt ist es zu süß. Leg's mir hier auf den Teller. Ist jetzt mit wenig Aubergine oder kein Aubergine? So habe ich's. Gar nicht, ich habe alles gemixt. Da, es gibt wieder Auflauf bei uns. Es ist wieder unser berühmt-berüchtigter Aubergine-Kartoffel-Tomatensoße-Auflauf. Berühmt-berüchtigt. Alright. Let's dig in, guys. Gute Selta. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit! Das macht man auch nur im Kindergarten. Und bei uns. Im Kindergarten und bei uns. Mm. Sissy is the best cook. Und du bist der beste Kleinschneider. Mm. Was treibt denn der da schon wieder? Ich sitze im Büro und höre schon wieder hier so ein... Ach so, weil die Tür immer klemmt. Ist halt so nervig. Die Tür klemmt immer so komisch. Ist schon ein bisschen besser jetzt. Aber deine Fettfinger musst du noch wegmachen dann. Das kannst du machen. Das bleibt dann, oder? Du bist die Frau, du machst es. Hauptsache die Tür geht. Hauptsache die Tür. Ach, denn der Papa da schon wieder. Nenn mich doch nicht Papa. Der schmiert Waldmeister auf sein. Waldmeister. Ja. Simple Green. All-Purpose Cleaner. Non-Toxic? Zeig mal, lass mal riechen. Naja, riecht gar nicht mal schlecht. Was machst du? Polierst du hier? Ich poliere nicht, mach nur deine sauber. Schraube. Was ist denn das? Stoßdämpfer. Oder wie nennt man das? Federbein? Federbein. Federbein! Ja, ich glaube, Federbein nennt man das. Ich habe auch ein Federbein. Das wusste ich schon immer, dass du ein Federbein hast. Und das machst du schön sauber, ja, das muss schon sein. So ein Federbein muss sauber sein. Ja. Das reimt sich ja. So ein Federbein muss sauber sein. Siehst du? Genau. Von welchem Auto ist das denn? Von dem Laguna Seca M3. Ja, das ist ja auch ein schönes Auto. Und blutet dir noch dein Herz wegen dem roten E30? Ja, auf alle Fälle. Aber, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn du nicht fährst, dann kannst du den auch verkaufen. Stand ja nur rum. Stand du bist ja nie gefahren. Genau.
Ist auch zu langsam, das Auto. Ich fahre nicht gerne schnell, aber irgendwie war der wirklich immer zu langsam. 195 PS, glaube ich, das ist... Aber die Leute, die sagen ja immer, wozu hast du überhaupt so schnelle Autos? Die kannst du doch nie richtig schnell fahren. Es geht ja nicht um... In Amerika, wir haben doch keine Autobahn. Mir geht es nicht um Höchstgeschwindigkeit. Autobahn. Also, mir geht es nur einfach darum, dass wenn du fährst und mehr PS hast am Auto, du merkst immer das Gewicht von dem Auto nicht. Das geht so leicht. Du drückst ein bisschen und es geht nach vorne. Das mache ich. Ich drücke gar nicht richtig voll. Ich will aber voll drücken. Ich weiß, du willst immer, aber bist halt nicht so der super Autofahrer, oder? Excuse me? Die Sissi will immer, die will immer die Viper fahren. Ja, genau, die Viper fahren. Lass mich doch mal. Nee, das ist, da, vor allem kannst du nicht schnell damit fahren. Doch, ich will bisschen... da mal so richtig reinhauen. Ja. 1000 PS. Ja, 1000 PS und Cora hat keine Frau mehr. Nee, das ist wirklich gefährlich. Wieso? Das wollen wir nicht. Wieso? Das Auto heißt doch Widowmaker. Das heißt, exactly. Du ja. wirst sterben, nicht ich. Ja. Widow heißt Witwe. Also, das bin ja immer noch ich. Dennoch, das ist viel zu gefährlich. Das wollen wir nicht. Das ist auch richtig. Ich will ja nur mal ein bisschen fahren. Nein. Nur mal im Kreis. Mensch, du kannst alles andere fahren, aber nicht die Weiche. Du kannst auch den Stoßdämpfer draußen lassen. Und die Bremsleitung durchschneiden, extra für dich. Ja. Weil wer bremst, der verliert, ne? Guck mal, wie Lola da sitzt. Wir sagen immer, die hat zu lange Beine. Deswegen hat sie vorne die Füße da draufstehen und hinten da. Lola. Hast du zu lange Beine? Hm? Warte, sag mal, hast du hier noch mehr Federbeine? Ein Auto hat zwei vorne. Wie viele Federbeine hast du denn? Ganz viele. Hast du auch einen Federstift? Nee, wie hieß es? Füller. Oder eine Federtasche. Mit dem Deutsch ist echt schon krass, oder? Man das hast vermisst? Du eine Federtasche für deine Federbeine? Nee, habe ich nicht. Kannst du mir beim Saubermachen helfen? Nö, ich guck dir nur zu. Hm. Du, ein bisschen riecht es wie so Mundwasser, oder? Kannst ist da Menthol drin oder so? Ich glaube, es reinigt. Du, das ist concentrated. Du musst es auf 5 gallons water runter machen. Ich mach's aber nicht runter. Nee? Ist mehr so noch aggressiver dadurch. Was ist denn da drin? Mundwasser. Das ist bestimmt billiger, wenn du Mundwasser kaufst. Versuch doch mal. Guck mal, du hättest das viel. 1:1 kannst du es machen, dann ist es immer noch heavy duty. But I really needed heavy, heavy duty. Du darfst auch Deutsch sprechen, übrigens. Ich glaube, du merkst es gar nicht, wenn du gar nicht Deutsch redest. Kann sein. Das ist aber dreckig. Ja, ne? Super dreckig. Staubig? Staubig. Aber bist du sicher, dass du dafür das Zeug machst? Warum machst du nicht einfach unter die Dusche? Das ist ein bisschen hartnäckig. Ich würde es lieber so machen. Darf ich das nicht so machen? Mach doch. Tipps und Tricks von der Sissi. Ja, ich kenne mich da total gut aus. Also wenn irgendwas an eurem Auto nicht stimmt, dann ist es meistens ein Relais. Das passiert sehr, fast sehr immer häufig. Ein Relais. Da hast du recht. Das ist aber kaputt hier. Hast du gesehen schon? Das machst du dann so und dann wird es wieder normal. Ja, das ist kaputt. Doch, das wird normal. Sag ich doch, guck mal, es ist kaputt. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Was ist denn hier los? Hätte ich mal lieber nicht gesagt. Siehst du? Komm schon. Komm schon, zeig das Sissi. Ist kaputt. Zeig das Sissi. Das ist brauchst du ein neues Federbein. Also Leute, wenn ihr das Problem auch habt mit dem Gummi, dann braucht ihr ein neues Federbein, hat die Sissi gesagt. Wenn ihr ein Problem habt mit dem Gummi, dann braucht ihr ein Federbein. Na, viel Glück. Du bist aber heute schon wieder busy. Jetzt werden die Felgen runtergetragen im Keller. Ja. Jetzt verstaut. Roll doch einfach runter, die Stufen. Vergiss mir tragen.
Roll doch einfach mal so runter, die Stufen. Lola geht immer voll gerne in den Keller. Lola! Jetzt hat sie Angst vor dir. Mein Lola-Bär. Vor dem bösen Koray. Ich bin ganz böse. Vielleicht sollte ich die Lola weniger hauen, ne? Oh, wenn du das machst, dann haue ich dich auch. Da, der nächste. Leider hat er ein Auto. Wo ein Reifen ist, ist auch ein zweiter Reifen. Leider hat der ein Auto meistens vier, ne? Nummer drei. Nummer drei. Während ich hier gerade meine Käsestolle gegessen habe. Ja. Sollen wir mal Koray beim Autowaschen zu gucken gehen? Yes. Na klar, komm. Gucken, was der Mann da treibt da hinten. Hier wird schön gewaschen. Du, ich wasche dich auch gleich. Ich bin ganz sauber, du brauchst mich nicht waschen. Erstmal wird schön abgespritzt. Ja, schön abgespritzt, dann wird es eingeschäumt. Ich habe ja leider meinen Pressure Washer im Basement. Mein. Genau. Ja. Heißt vielleicht genauso. Also, so wie ich das so mitbekomme, sprechen die ja fast. Alles Englisch inzwischen. Also mein Wasserdruck, 40% der Sprache in Deutschland ist inzwischen Englisch. Mein Wasserdruckreiniger, der ist unten im Keller. Wasserdruckreiniger? Ich weiß ja nicht, was das heißt. Mein Pressure Washer. Normalerweise habe ich da so eine Sprühkanone drauf. Hochdruckwascher. Wascher? Na, waschen. Ist da Wasser aus da hinten? Ja, normalerweise habe ich immer so eine Sprühkanone, wo ich den Schaum raufsprühe, aber halt keinen Bock, da runter in den Keller zu gehen, das Ding zu holen. Also heute gibt es Handwaschen wie eh und je. Good damals. Old fashioned Handwash. Das ist gut, das ist auch viel leiser. Naja. Schicken Microfiber Handschuh, ne? Ist das Microfiber? Keine Ahnung. Was soll es denn sonst sein? Ich meine, es sieht aus wie so ein Badezimmerteppich. Das ist eigentlich ein Katzenfell. Eigentlich ist es ein Badezimmerteppich. Habe ich der Lola über den Kopf gezogen. Da sind die Klimaanlagen vom Nachbarn, die gehen gerade an. Die hört man immer. Im Schatten fühlt es sich wunderschön an, aber in der Sonne kann es ganz schön heiß werden, ne? Ach du. Jammerlappen. Jammerlappen, ey. Kann ich mich hier hinsetzen oder ist es hier nass? Weiß ich nicht so. Na, was kann passieren? Ist ja nur Wasser. Ist aber eine gute Optik von hier unten. So, jetzt ist er komplett eingeseift. Jupp. Selbst die Felgen, alles. Jetzt wird er abgeseift. Alles abgeseift. Und jetzt wird er abgespritzt. Jetzt wird schön abgetrocknet mit dem Lederlappen. Ja. Richtig schön heute per Hand alles gemacht. Alles per Hand. Ich könnte jetzt mein Luftdruckgewehr. Laubbläser könnte ich jetzt benutzen. Aber es wäre ja auch ganz schön laut und nervig. Genau, und darauf habe ich jetzt auch. Irgendeiner hat auch gerade einen an, höre ich. Ja. Nö, gefällt mir viel besser so. Zerkratzt den Lack halt ein bisschen mehr, ne? Gute alte Handarbeit. Sehr schön. Dann kann ich ihn ja jetzt fahren. Ich glaube, er war doch nicht zufrieden mit dem Lederlappen. Hat er doch wieder den Laubbläser ausgeholt.
wirklich ganz wichtig. Ich gehe erstmal wieder meine Bahnen schwimmen. Schön früh am Morgen, schön leer. So, während ich schön faul, eigentlich ja gar nicht faul, ich bin ja geschwommen, am Pool war, war Cora ein bisschen einkaufen. Eier, wir haben eigentlich noch Eier, aber gut. Erdnussbutter, unsere Lieblingsmarmelade. Kartoffeln, Eistee, Milch, das sind hier Hotdog-Buns, Hamburger-Buns, Sahne, Feta. Jetzt wissen wir auch, was wir für ein Wort endlich benutzen können. Also wir essen Feta-Käse, nicht Schafskäse, Feta-Käse. Und Nutella, guck mal, was ist das denn? Fifth Grade. Keine Ahnung, warum das so heißt. Dürfen das jetzt nur Fünftklässler essen? Oder ist es die fünfte Generation Nutella? Keine Ahnung. Was hat er bezahlt? Also das war bei Walmart 62,61. Wir essen auch tatsächlich viele Eier. Ich mache mir gerade hier Eier mit Käse, Feta-Käse und Spinat. Und Cora hat sich gerade Rührei gemacht aufs Brot. Jelly! Willst du auch ein Ei? Das ist bestimmt besser als deine, du hast ja noch geraucht sogar. Bei mir stinkt das hier in der Küche. Ich wollte gerade kochen, aber das stinkt hier so nach Benzin. Boah. Was soll ich machen? Das ist zu heiß draußen. Und Koray, ich sag euch, der riecht es gar nicht mehr. Ich riech das auch. Das ist aber nur so ganz mild, während ich hier stehe und ich will gar nicht näher an ihn rangehen, weil es echt stinkt. Das stört mich halt nicht, aber ich riech's auch. Da spielt er wieder rum. Ich spiele nicht rum, arbeite. Vielleicht solltest du mal eine Gasmaske drauf setzen. Hier, ich glaube, ich habe das Richtige. Koray. Jetzt kannst du arbeiten. Du willst doch nicht, dass ich das mit so einem Ding hier arbeite. Ja, oder ich muss es. Nur weil ich mal kurz an der Benzinbombe arbeite, um Gottes Willen. Ich setze mir die jetzt einfach auf und koche so Abendbrot. Das ist doch eine gute Idee. Ne? Bestimmt auch gut, so wegen der Dünste und so. Du wirst nie wieder meckern über mich, das garantiere ich dir, ist doch super. Das ist voll praktisch. Und wie nah ran ich jetzt gehen kann, ich rieche wirklich nichts. Na super. Ist total gut jetzt. Dann ist ja alles super. Alles prima jetzt. Na, wie Julien, er macht sich seinen Toast in der Pfanne mit Butter. Ich sag ihm, wir haben einen Toaster, aber nein, das ist besser. Guck mal, sieht das nicht lecker aus? In der Pfanne gebratenes Toast mit Butter. Das ist Julians Kreation. Oh, jetzt macht er sich Erdnussbutter auch noch drauf. Ne? Und jetzt kommt Kirschmarmelade. Das ist aber ganz schön viel, oder Julian? Yep, I realized that. Möchtest du auch? Möchtest du auch ein Peanut Butter Jelly Sandwich? Eine schöne frische Erdnussbutter. How do you open this? Das ist this? Auch interessant, aber hier. Da. Huh. Ja, Erdnussbutterhimmel. Auch ganz schön viel. Naja. Das ist eine Sauerei. What's a Sauerei? Keine Ahnung. A Piggery. What's a Piggery? Freie Übersetzung von Sauerei. Piggery. What? Doesn't make any sense. There's no word for it. A dirty mess. It's a dirty, dirty mess. Guten Appetit. Guck mal, bei uns gibt es schon wieder Burger. Koray sagt, ich soll das nicht filmen, damit nicht alle wissen, dass wir immer nur Burger essen. Ja, wir essen ja nicht immer Burger. Ist doch das aber ist ja so nicht... lecker. Guck doch mal. Guck mal, jeder anders, ne? Das ist bestimmt Julian. Ganz kurz. Mit Ketchup. Genau.
Das bin bestimmt ich, weil du greifst da tief in den Salat rein. Ja, oder? Das ist bestimmt mein Teller. Und Ranch bei mir. Und das bist du? Mit Paprika? Ja. Du bist der Paprika-Mensch? Du hast auch Paprika. Gut. Hier, siehst du nicht deine Paprika da? Da, das ganze untere Schicht. Ja, sieht gut aus. Ich habe dir auch weniger Fries drauf gemacht, weil du bist ja da nicht so mit Fries. Und du auch Salat? Dreende ist eigentlich auch Salat. Du kannst ihm auch Salat reichen. Ja. So, wir versuchen zu backen. Wir denken uns so ein bisschen ein Rezept aus. So ein bisschen ein Rezept und ein bisschen ausgedacht, weil wir nicht alle Zutaten haben. Mal sehen, ob es was wird. Okay. So, zeig mal her. Und jetzt... Ja, das sieht sehr gut aus. Jetzt nimm dir einen Löffel. Hier. Schluck. Like this. This size. I just wash my hands. Again. I just wash my hands. So. Yeah. Look. This size. And then you just make it like this. Okay? What again? Yeah, it's good. First make a circle, or like, no, that works too. And then you just press it one time down. Yeah, that's perfect. Yeah? Yeah. There you go. Perfekt. One? Perfekt. Okay. Jemand hat gesagt, wie man es am besten erklärt, wie man einem Amerikaner das erklärt. How to say perfekt, like a pear, mm-hmm. The fruit, pear. Perfekt. Perfekt? Yeah. Genau. Und das war auch perfekt. Guck mal, das wären ja hier ein paar leckere Cookies. Hoffe ich. Was haben wir jetzt alles da reingemacht? Wir haben da jetzt reingemacht Mehl, Kokosmehl, dann Eier, Butter, Backpulver, Zimt, Vanille. Was noch? Und Haferflocken haben wir auch reingemacht. Ist auch so typisch amerikanische Kekse sind mit Haferflocken. Oatmeal Cookies. Sehr gut. Ich habe schon hier so an einem abgebissen. Warte mal. Mal zeigen, wie die aussehen. Tada! Ich habe schon von dem hier abgebissen. Schmeckt so ein bisschen langweilig, würde ich sagen. So ist es, wenn man nicht alle Ingredients da halt zu backen. Probier mal. So, Julian ist auf die Idee gekommen, du tropfst. Bisschen viel Marmelade drauf zu machen, weil die sind ein bisschen trocken. So, you have to put jelly on? Ja. Otherwise it's really dry. Really dry. Sehr soft. Oh, oatmeal? Wir sind denn da auf drei Keksen Nutella drauf, hm? Die hast du ja nun eindeutig schon geplant, oder? Naja, wenn man einen isst, dann muss man drei mehr essen, oder? So eine Scheiße. Also eigentlich sind die Kekse ein bisschen langweilig, aber irgendwie haben sie was. Irgendwie haben sie was. Die sind halt so ein bisschen... Es fehlt so ein bisschen der Pep, deswegen hat er jetzt Nutella drauf gemacht. Mit der Marmelade geht's und mit Nutella geht's. Auf zum Pool mit den Kindern, mit den Männern. Ich bin mit meiner Luftmatratze. Und ich mit meinem Ball. Und Julian ist mal wach, so früh. So früh! Normalerweise steht Julian auf um 12. Oder um 1. So. Lass mal schön ins kühle Nass. Ist schon jemand da? Na? Na? Genießt du den Beachball? Also ich könnte jeden Tag zum Pool gehen. Mami kommt auch gleich. Hier! Luftmatratze von Antje. Ah.
Frau Antje bringt Luftmatratze aus Deutschland. Das sent all the way from there? Ja. She really did. She sent this? No, she brought it last year. And then she left it. She didn't bring it for us, but she left it then. But you said she did. No, she said she didn't. Well, she still brought it. Was machen wir she bought it in Germany and brought it here. She did. She did. So it's in English. Well, they have to do it. They have it in all kinds of languages. What are we doing this weekend? Was machen wir das Wochenende? Wir gehen nach Helen mit Jesse. It says nowhere though German. Ich zeig's dir. Hier. What? Lies mal, Julian. Lies mal. Oh, Warnung. Warnung. Oh. Warnung. Read mal. Read. Kein Schuss gegen Ertrinken? Kein Schutz gegen Ertrinken. Kommst du auch mal rein? So, ich spring dann jetzt auch gleich mal rein zu meinen Kindern und dann spielen wir schön.